Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute gibt es mal ein Video wieder für die Future-Optionshändler. Wir wissen alle, wer Aktienoptionen handelt, der achtet auf so Dinge wie FED-Sitzungen oder wenn die Notenbankpräsidenten sprechen, wenn Arbeitslosenzahlen kommen, wenn das Bruttoinlandsprodukt kommt und so weiter und so fort. Was machen aber eigentlich die Dinge, die Future-Optionen handeln, sowas wie Getreide oder wie Zucker? Gibt es da auch solche Termine, worauf man achten muss? Guter Grund, eine neue Serie zu machen und deswegen wichtige Termine für Future-Optionshändler. Und heute fangen wir mal mit dem Wasty-Report an. Was ist der Wasty-Report? Wasty-Report, der wird herausgegeben vom amerikanischen Landwirtschaftsministerium und heißt, wenn man es aussprechen würde, World Agriculture Supply and Demand Estimates Report. Also Weltlandwirtschaftsangebot und Nachfrage Erwartungsreport. Bisschen schlecht übersetzt vielleicht, aber inhaltlich glaube ich richtig. So, dieser Report wird einmal im Monat veröffentlicht. Wie gesagt, vom amerikanischen Landwirtschaftsministerium. Und wenn ihr wollt, findet ihr auch die Termine da. Das heißt, ihr müsst nur gebt einfach bei Google ein USDA, das ist das amerikanische Landwirtschaftsministerium, und dann gebt ihr dahinter noch ein WASDE, WASDE, und dann kommt ihr sofort auf diese Seite. Ihr seht mal hier einen Ausschnitt von dieser Webseite und da seht ihr auch die Termine, ne? Also einmal im Monat, und es gibt jetzt aber keinen festen Tag, dass man sagt, am dritten Dienstag oder so. Es gibt mal montags, mal Dienstag, mal Mittwoch, immer ganz unterschiedliche Tage. Ihr seht es aber hier genau, wann diese Daten veröffentlicht werden. So, was ist überhaupt drin in diesem Waste Report? Es geht um Landwirtschaft, das heißt, da ist alles drin, was man braucht zum Thema Weizen, Mais, Ölsorten, das heißt Sojabohnen, Sojamehl, Sojaöl, aber auch sowas wie Zucker, Baumwolle, Rinder, Milch. Also all diese Dinge, alles was irgendwie mit Landwirtschaft zu tun hat, das ist in diesem Wasty-Report enthalten. Und ihr seht mal hier eine Übersicht. Das heißt, wenn man das durchlesen will, also genau mit Zahlen, wie viel ist hier Nachfrage da, wie viel ist Angebot da, und zwar hier ganz wichtig, nicht nur bezogen auf die Amerikaner, sondern bezogen auf die ganze Welt. Das heißt, die Amerikaner fassen ja alle Daten, die es gibt, die werden ja überall veröffentlicht, fasst man zusammen, sagt, okay, wir schätzen, es gibt so und so viel Angebot, es gibt so und so viel Nachfrage, und damit können eben Händler herauslesen, ob man eben gerade viel oder wenig Angebot hat, wie es für die Zukunft ausschaut. Es sind ja Erwartungshaltungen, die man also hier an den Markt liest. Und wie gesagt, über 40 Seiten, wenn man möchte, kann man die lesen, muss man jetzt aber nicht, denn, und das ist das, was ihr hier jetzt im nächsten Bild seht, man kann auch die Zusammenfassung lesen. Bei jedem Report gibt es am Anfang so 5-6 Seiten etwa, wo zu jedem Hauptmarkt etwas geschrieben steht, also wie schaut es momentan mit dem Weizen aus, wie schaut es aus mit Baumwolle und so weiter, und das könnt ihr dann lesen. Und ich sage mal, wer sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigen möchte, für den ist das sicherlich ein ganz, ganz guter Einstieg, um das zu machen. Einmal im Monat 5-6 Seiten, das ist, glaube ich, nicht zu viel. Und dann hat man zumindest so ein grobes Bild. Was da fundamental passiert. Wird man vielleicht auch nicht gleich alles verstehen, aber im Laufe der Zeit macht das definitiv Sinn, dass man sich mit sowas beschäftigt, wenn man eben einfach diese Märkte viel handeln will, weil man eben Commodities nicht nur charttechnisch betrachten sollte, sondern durchaus immer so ein bisschen den fundamentalen Hintergrund haben kann, ohne es jetzt zu intensiv zu machen. Ne? Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass ihr auf die Daten achtet. Also wann kommen diese Reports heraus? Wie gesagt, nur 12-mal im Jahr. Und das ist natürlich dann immer in Verbindung zu sehen, was habe ich denn für Positionen? Also stellt euch mal vor, ihr wollt eine neue Position aufsetzen, im Mais beispielsweise. Und jetzt wisst ihr, morgen kommt dieser Report heraus. Macht es dann Sinn, heute noch diesen Trade aufzusetzen? Ne? Ganz häufig passiert es, naja, vielleicht nicht ganz häufig, aber immer mal wieder passiert es, dass diese Reports Wendepunkte sind. Ne? Wendepunkte nach oben, Wendepunkte nach unten. Wir haben schon erlebt, dass es an diesen Tagen Limit-Down-Märkte gab. Also es ging nach oben, Handel eingestellt, nach unten, Handel eingestellt. Es sind auf jeden Fall Punkte, auf die man achten sollte. Und deswegen schaut euch das einfach an. Anderer Punkt, ihr seid mit einer Position weit im Plus oder weit im Minus, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Und jetzt wisst ihr, oh, morgen kommt der Report. Macht vielleicht Sinn, dann auch mal hier über ein Hedge nachzudenken und sagen, entweder ich gehe raus, schließe die Position, bis morgen der Report kommt, oder ich lasse sie drin. Ne? Also
kann man dann im Einzelfall immer abwägen. Es ist nur wichtig, dass ihr es wisst. Nicht, dass ihr dann sagt, hey, wieso ist denn heute meine Position so stark gestiegen oder gefallen? Ich weiß nicht mal warum. Klar, das müsst ihr wissen, dass so ein Tag halt rauskommt. Ne? Und deswegen ist es schon ganz gut, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt und zumindest mal hinschaut, wann diese Daten kommen. Wer noch ein bisschen besser sein will, der schaut auch, was steht in den Daten drin. Und wenn man das regelmäßig liest, ne, über eine gewisse Zeit, ihr könnt euch auch die ganze Historie runterladen auf der Seite der USDA, dann bekommt ihr schon einen ganz guten Eindruck davon, wie sich das Weltangebot und die Weltnachfrage nach den wichtigsten landwirtschaftlichen Rohstoffen einfach jeweils aktuell darstellt. In diesem Sinne, achtet in Zukunft ein bisschen auf die Veröffentlichung des Wasty Reports. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.